So, wir sollen ins Büro kommen. Das Büro ist ja da vorne auf der rechten Seite. Schauen wir mal, was wir dafür machen sollen. Für 150 waren es, glaube ich. VC Sports Management. That's right, Mom. Two bouquets of roses. Real roses, just for you. I knew you'd be. Brian, talk to me. Oh, hey. So, yeah, is that DJ's Mom? here. I gotta Say go. hi. Yes. He says hi. Yeah, she thinks you're adorable. Look at this. What's all this? I did my agent thing. I got you a local endorsement with Weaver's Traffic School. Oh, my God. I know. It's thrilling. Look at these things. Brian, you've been talking to me about shoe deals. Shoe deals. What is this? Weaver's something or another? I don't even Weaver's know what they do. Weaver's Traffic School, and they're a local business who loves doing things with the teammates. Okay, so hey, this, come is on, like, this is, your is this fresh like a face? legit, this is a real endorsement? Yes, this it's real? A real endorsement. Come on, this is how you work your way up. You gotta do this to get the shoe deal. The shoe deals are coming. In the meantime, Weaver's wants to put you on a billboard. Okay, now you have me at billboard. Right, then I look understand at what these. You're saying. All right, you get to pick the one let's you see like. What we got here. Welches Plakat für Weaver's Traffic School willst du wählen? Ich würde sagen, das mit dem Basketball. Das gefällt mir am besten. That's the one. Great. That's the one I would have picked. I will let them know, and then I'll let you know as soon as the shoe deals start walking well, in. I sure hope so, Bri. I'll be waiting. You won't wait long. Ja. Because I'm fast. Genau. I know what I'm doing. Here. Als ob er weiß, was er tut. Ist auf einmal dunkel geworden. Nee, ist nur Schatten. Gut, wir haben neue VC dazu bekommen. Das heißt, wir werden wieder einen Skill erhöhen. Wir haben 718. Gucken, was wir dafür bekommen. Das nicht. Das auch nicht. So. Ja, das könnten wir machen. Ballhandling. Ja, passen. Passen. Steals. Nein, zu teuer. Geschwindigkeit. Oje. Beschleunigen. Ausdauer. Ausdauer. Machen wir Ausdauer dazu. Ja, wird gekauft. Als her mit. So. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier keine Training im Gatorade Facility, wie heißt das? Training Facility und auch kein Team Training. Wir kommen auch mit den Spielen recht gut hoch. Deswegen starten wir direkt gegen die Spurs. The 2K Sports Pregame Show. Hello, basketball fans. I'm Ernie Johnson, welcoming you to 2K Sports. I'm here with Kenny the Jet Smith and Shaquille O'Neal. In this game, we'll see the San Antonio Spurs going up against the Chicago Bulls. For Chicago, coming off a loss in the first game of the season, they'll no doubt be anxious to put tonight's contest in the win column and avoid an 0-2 start. And here we are, start of a new season. So much drama coming out of the gate. Drama for ja, labert ihr nur weiter. Oh, man. Say what? What? You say something? No, man, I'm just looking at my preseason stats, man. They're horrible. I mean, you're horrible, Rook. What site is that you on? NBA.com. Oh, yo. Hey, come here, man. You gotta look at the in-house stuff. Man, that's just the box scores. Teams got high-speed cameras all around the arenas and the practice gym. Hey, tell this dude. Hi, I'm Aaron. This is the stats kid. That's cool, too. So how my rookie doing, man? Hey, man, nice to meet you. I'm DJ. He's actually doing really well. Your per-possession stats, there's like 96 possessions on an average game. If you extrapolate those numbers based DJ, on... DJ, don't you listen to this man. He's full of bird seeds. You just keep your head in the game, okay? Got it, coach. Stats and possessions. If you extrapolate those numbers based on the amount of possessions you play versus the raw totals,
The raw total? What about the cook totals? I don't understand. If you extract it, your per possession stats project you as a starter. See? Woo! That's my rook, boy. Hey, man, I like the way you talking, man. Keep talking to me like that, bruh. Of course. If you need anything else, let me know. All right, bruh. Numbers related, of course. I like you, man. I like that dude. Hey, he's a commodity around here, man, so use him wisely. I'm gonna use him every day. Also normal müssten wir Starter sein. Gut, dann geht's direkt weiter zum Court. Also ich habe hier keine Kontrolle, bevor wir nicht an der Freiwurflinie angekommen sind. So, wir machen einen Wurf. Ey, Sau. Genau so. Und dann tun wir Shoot Around. Werden wir den Shoot Around beenden. Genau. Ich würde gerne den Einzug der Chicago Bulls sehen. We are happy to have you with us tonight for the we are nearly ready for the tip off, but first let's hear from our very own David Aldridge. Ja, er ist jedes Mal da, war er auch schon bei NBA 2K17 und erzählt uns irgendwas. Especially after Tim Duncan's retirement and Manu and TP getting older. This is Kawhi's team now for sure. Well, last season there seemed to be a disjoint between the Bulls players and the coaching staff in the front office. Trainer der San Antonio Spurs. Seit circa 20 Jahren, wenn nicht sogar länger, ich weiß es gar nicht mehr. Also erste NBA Championship von den Spurs war er schon da und das war, jetzt muss ich lügen, 2000 oder 1999, irgendwas in dem Dreh. Die Spurs führen mit 4 Punkten. Und Mills kicks to Aldridge. Pass to Mills. Using his post move to get the 2 points. And their offense already in a flow. Some stellar shooting to jump out to this lead. Wells dishes to DJ. Gib her. Ball moving here by the Bulls. Gib mir den scheiß Ball. Bam! So muss das laufen. Und erster Angriff direkt einen Assist hingelegt. Aldridge has got 6 points. Wir müssen mehr Punkte machen. Aldridge has inside as a defender, you never know what to take away. Oh, Leute. Gay outside. Unser Veteran, der schmeißt auch gerne Bogendampen. So. So, gib mir den Ball. Wir werden den Angriff jetzt so lange rauszögern. Och komm! Das war so schön zum Korb gezogen. Ist doch kacke. And
the Gasol brothers, Powell talked about the joy of sharing the NBA stage with his brother Mark. It's like a dream come true. Well, their story is a bit like a fairy tale, the way two of them, sons of medical professionals in Spain, have become two of the best centers in the NBA of this era. Especially when you remember what a raw talent and how big and bulky Sehr gut. Was. And when he was drafted by Lakers, I mean, they traded him to Memphis for his brother. And that does all seem like fiction, doesn't it? And the first quarter is in the books. So, wer ist denn alles auf dem Feld? Shemmy ist auf dem Feld. So far, they've been active, scoring the basketball, built up a little lead here, and looking good. The play calling has been perfect. Backed up Zuweisung, ja, was soll ich denn machen? Hier Doppel. Well, one of the new faces on the roster this season is DJ, and for those of you who haven't Ey, das war so ein schöner Pass und der vergeigt. Getting a training camp invitation, but he's fought his way, Greg, into some minutes now. Mann. Even prior to the training camp invite, he got that invite by impressing ja, komm. So, wenn wir jetzt L1, L2 und R2 im Wechsel gedrückt halten, wird es bei ihm hier so wackelig. Ich weiß nicht, ob es überhaupt was bringt, weil meistens gehen sie trotzdem rein. War auch schon beim 17er so gewesen. Oh Mann. Then there's Rudy Gay. Then there's Anderson, and it's Aldridge in at the center. He has a chance now to catch up with the fourth member of our crew, ja, Hall of Famer David Aldridge. Timeout heißt, wir werden wieder ausgewechselt und das bedeutet, wir werden vielleicht gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Ja, komm. Oh, wir dürfen noch auf dem Feld bleiben. Wahnsinn. Understand what makes them tick. Wer hätte es gedacht? Get through, you get rid of Gib mir den scheiß Ball. And the military background of Popovich plays a part in this way of thinking, David. It's why the Spurs Block, kriegen wir wieder Abzug. Genau. Einfach mal ein Dreiviertel vom Level Abzug. Alter, willst du mich verarschen? We all know just how physically strong NBA players are, Steve, but they have to be mentally tough as well. Also wenn man 2 Freiwürfe verfehlt von 2, bekommt man einen kompletten Level abgezogen. Ja, komm, setz mich auf die Bank. Wenn man 2 Freiwürfe in Folge verfehlt, bekommt man einen kompletten Level abgezogen. Wenn man hier geblockt wird, kriegt man 3/4 Level abgezogen. Die haben sie doch echt nicht mehr alle. Auch mit dem... Oh, wir kommen noch mal rein. Auch mit dem defensiven Kollaps, das ist größte Blödsinn überhaupt. Und wir stehen gegen Tony Parker. Wow. Hallo, das war ein Assist, auch wenn er noch mal getrippelt hat. Gasol kicks to Parker. Outside Leonard. Ice ball movement by San Antonio. So, komm. 6 on the shot clock. And that one goes out of bounds. Aus Spurs ball mit 2 Sekunden auf der Uhr. And now check out the scoring distribution between the front court and the back court players tonight for San Antonio. Genau. In the front line, wo ist Tony Parker? Da ist Tony Parker. They always say, reward the big men. And credit the guard muss jetzt so gesehen gepasst werden. Controls the rebound and puts it back up and in. And the Spurs lead by 1. Wow, has he flipped the switch? Warum krieg ich den Ball nicht? Hallo. Ich mag den Levin nicht. Not quite 2.5 minutes played here in the second half. Count the basket. Sehr schön. Lopez has got 5 points now in the quarter.
gute Ballbewegung, Assist. Wir sind wieder beim Minus. Wir haben uns natürlich auch eine der schwierigsten Positionen ausgesucht, weil die meisten Stars wirklich Point Guard sind. And it's a part of what makes him a great man. Here's Parker. He hits the back iron and sinks the shot. Parker's got his first 2 points of the night. And though Parker has stretched his game out to the three-point line, he remains at heart a mid-range shooter. Portis kicks to Levine. Lopez, a screen on Green. Levine dishes to Jordan. Oh, come. By the Spurs. Leonard's got his third rebound tonight. Here's Gay, and he'll shoot free throws here. Clearly fouled on that shot that time. Wer ist denn Pondexter? And the foul goes against Chicago. Von dem habe ich ja noch gar nichts gehört. Gleich werden wir ausgewechselt. Sag ich doch. 80-74 verloren. Ja, komm. Ich will mir das Elend nicht anschauen. 3 Assists. Blocks ausgeruht, toll. Da haben wir ja richtig Gas gegeben. Good effort out there, fellas. Real good effort. That was a good game. I like what I saw. Superstar. Good game, brother. Real good. Y'all keep it up. Ich glaube, der mag uns nicht. So, dann würde ich sagen, wir gehen dieses Mal, da auf dem Handy nichts ist. Ziele, nö. Social Media könnten wir jetzt noch durchlesen. Nicht unbedingt perfekt gelaufen für die Bulls. Sie hatten die Chance, das Spiel zu gewinnen, aber sie haben sie nicht genutzt. Eigentlich hat diese DJ sie nicht genutzt. Ja, ich habe es ja gesagt. DJ ist eine Null. Ach, hier ist jetzt eine Nachricht. Brian, ich habe noch ein paar lokale Gelegenheiten für dich. Der NBA Store will dir jetzt einen hübschen Batzen bezahlen und die kleine Sache für Main Street News steht auch immer noch im Raum. Was davon willst du machen? NBA Store natürlich. Geh in den NBA Store und dann unterschreib ein paar Autogramme. Machen wir doch. Heißt wieder nichts mit direkt zum nächsten Spiel. DJ, you ready to go? Yeah, I'm ready. Hey, yo, what's up? You bring your counsel? I got you. Nice. All right. Hey, I brought my controller this time, too. Ain't gonna be no funny business. Hey, you know what they say. Those who can do and those who can't blame the controller. Oh, get out of here. Tell them. Hey, yo, Freshie, what you gonna get up to now? Rook out the house. I'm gonna have my team fresh lettuce come through and practice. Now, hold on. You better not wreck my place. Talking about all this fresh lettuce stuff. I don't think she listens. Nah, fresh man. Lettuce in the fresh building. Lettuce. All right, you know what? Let's go. Hey, I'm gonna see you on the plane, man. All right, Rook. All right, fresh. Peace, Sam. Hey, we need to talk. You can't just be coming up in my place with all these fresh I'm lettuce people. Over. I ain't. Also, irgendwie mochte ich Justice Young mehr. Als Be Fresh oder wie sie heißt. Ja, viele haben im Internet über Justice Young gemeckert, wäre nervig und so weiter und so und so fort. Und mit dem ständigen Orange Juice Gelaber. Aber mir hat es gefallen. Also ich fand's toll. Und Michael B. Jordan, hieß er, glaube ich, der Schauspieler, der Justice Young verkörpert hat, ja, so schlecht war er auch nicht, wie es die Leute beschrieben haben. Gut, wir müssen jetzt zum NBA Store. NBA Store haben wir ja vorhin gesehen, da vorne an der Ecke ist er direkt. Und da können wir ein bisschen Geld noch dazu verdienen. So.
einmal hier rechts. Und wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. MBS da betreten. Hey, what up, DJ? What's up, man? How you doing? What's good, man? It's nice to meet Yo, you. Yo, DJ, what's can up, I get a pic? Oh, yeah, we can do a picture, no problem. Yeah, all good. All good. All right, cool, man. Can you do my voicemail? Oh, yeah, I got your voicemail. Name's Xander. Your name's Xander? Yeah, yeah. I got you. So cool. Hey, what's up? It's your boy, DJ. Xander can't come to the phone right now, so leave a message after the tone. Peace. Sorry, one more photo. Oh, yeah, yeah, I got you, man. No problem, no problem. Awesome. Thanks, right, DJ. I appreciate the support, guys. All right? Later, DJ. I'll see you. Und das war's. Jo. Wir haben eine Nachricht bekommen von Brian. In den sozialen Medien gibt es die ersten positiven Posts zu dem Plakat für Viva's Traffic School. 100% Alter. Gut.